Was geht ab und was geht down, meine Friends? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, und heute soll es mal um die neuen Änderungen seit dem Update heute gehen. Um den neuen Ort, ja, nennt sich Starry Suburbs oder wie auch immer wir das aussprechen. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es schafft, den Namen auszusprechen des neuen Ortes. Hier seht ihr nochmal, wie das Ganze gestern aussah mit dem Rift Beacon hier am Stissel. Ja, wo früher das Stadion war. Jeder hat gehofft oder beziehungsweise predicted, dass hier das Stadion zurückkommen wird. Ich, wie gesagt, war auch der Meinung, dass das irgendwie sinnlos ist, weil das ja Quatsch wäre, das jetzt kurz vor Ende nochmal reinzubringen. Fortnite hat tatsächlich aber komplett anders entschieden und einen komplett neuen Ort, beziehungsweise einen alten Ort wieder reingebracht. Das Ganze heißt hier Starry Suburbs, hatte früher keinen Namen. Und genau diese Location gab es damals halt als Ruine schon auf der Map Season 3, ja. Zumindest wurde das mir von meinen Kollegen gesagt. Also ich selber bin schon zwar seit Season 3 unterwegs hier auf der Map, muss aber ganz ehrlich sein, bin da gefühlt zumindest nicht so da gelandet, dass ich mich dran erinnern kann. Ist auf jeden Fall eine fresh Angelegenheit. Ich bin hier direkt mal gelandet, bisschen das Ganze erkundet. Hier sieht das Ganze erstmal auf der Spielwiese, dass wir uns das Ganze erstmal anschauen. Fortnite hat ja auch mit dem nächsten Ladebildschirm bei Twitter auch gepostet, dass das Ganze hier langsam sein Ende naht. Ja, ob jetzt Season 10 wirklich ja die Ende der ja, offenen Phase sozusagen war von Fortnite oder ob jetzt einfach eine neue Story mit Season 11 dann kommen wird, das Ganze werden wir jetzt noch hier herausfinden. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, was eure Vermutungen dazu sind. Es gibt neue Informationen zu der Rakete und allem drum dran. Die neue goldene Maschinenpistole ist auf jeden Fall jetzt im Spiel erhältlich und die bekommt ihr nur hier in diesem Areal von Starry Suburbs oder wie auch immer man das nennt, indem ihr hier diese Sternschnuppen aufsammelt und ja, dann ploppen hier dementsprechend immer ziemlich gute Waffen raus. Ein neuer Modus ist auch noch in Fortnite reingekommen. Zudem kommen wir nochmal in einem separaten Video, also es ist eine Menge passiert. Und auf jeden Fall, falls du jetzt neu sein solltest, ja, dann solltest du schnellstmöglich den Kanal abonnieren und liken und das Video mit deinen Friends teilen, damit wir die Ripper Army immer größer machen, ja, und immer mehr Leute dazukommen. Mittlerweile sind wir schon fast 850, ja, wir reden auf die 900 zu, das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Nummer. Korrekt nochmal, Kuss geht da auf jeden Fall raus, auch an jeden Supporter. Hier seht schon selbst, ihr müsst schnell genug sein, die Sternschnuppen, die verpuffen einfach irgendwann, ja. Und dann sind sie auf jeden Fall nicht mehr da, dann müsst ihr halt noch eine neue Sternschnuppe ausschalten. Die fallen hier immer mal wieder so vom Himmel, müsst ihr einfach mal schauen, da gibt es auch so ein Geräusch, das hört ihr dann dementsprechend, wenn das Ganze auch dementsprechend runterfällt. Hier hat sich auch ein bisschen was getan, auch wenn das außerhalb dieser Bubble ist, ihr seht schon selbst, die Rennbahn ist ein bisschen abgesagt und hier steht jetzt Coming Soon, ja. Was auch immer das bedeuten soll, wir haben auf jeden Fall hier die erste Andeutung, dass irgendwas auf uns zukommt. Hier habe ich nochmal ein paar Szenen aus einer Solo-Runde, wo ich auf jeden Fall dort auch nochmal in Starry Suburbs gelandet bin. Hier direkt auch nochmal mit einer Sternschnuppe was rausgesneakt. Ist auf jeden Fall eine nice Geschichte, mir gefällt der Ort, ist auf jeden Fall richtig cool, wie das Setting dort ist. Ja, mir gefallen die Häuser. Ist zwar schade, wie gesagt, dass das jetzt kurz vor Ende der Season erst passiert ist, da das jetzt sowieso alles ist, weil es sowieso Geschichte sein wird und ja, die ganze Map wahrscheinlich zu 90% einfach komplett erneuert wird, ja. Ich gehe einfach davon aus, dass wir gar nicht mehr auf dieser Map spielen werden. Vielleicht wird es zwei spielbare Maps geben, vielleicht auch nicht. Da sind noch einige Sachen offen, aber da halte ich euch auch auf dem Laufenden. Auch dieser Bad, ja, sage ich mal, Gleiter hier, dieser Boomerang, ist dementsprechend auch verbessert worden. Ihr seht schon selbst, die Zielgenauigkeit hat sich etwas geändert. Man kann die jetzt ein bisschen genauer werfen. Ich finde es ein bisschen besser als vorher. Auch da eure Meinung in die Kommentare, falls euch das schon aufgefallen ist. Hier nochmal ein separater Brunnen für die Leute, die immer noch auf der Suche sind, um einen Brunnen zu besprühen. Für die letzten zwei Wochen haben sie hier auch nochmal sicherheitshalber mit einem reingepackt. Könnte ja sein, dass irgendwas mit Lazy Lagoon dann dementsprechend auch noch passiert und da vielleicht auch noch das ein oder andere verschwinden wird, weil dort ist aktuell ja noch der letzte übrig gebliebene Brunnen, meine Friends. So, hier ist auf jeden Fall nochmal ein Gegner am Start. Hier kann man auf jeden Fall richtig gute Killrounds machen. Ich war hier am Ende auch einfach nur auf der Suche nach der ja, neuen Maschinenpistole. Ist ein bisschen schwerer zu finden, als man denkt. Die gibt es nur in diesem Gebiet hier und auch nur aus den Sternschnuppen. Dementsprechend, ja, wünsche euch da viel Glück beim Suchen. Wenn ihr die habt, ist auf jeden Fall eine nice Geschichte. Werden wir gleich dann auch nochmal sehen. Hier sippen wir den jetzt erstmal mit, ja, einer Bogeybombe aus dem Haus. Zu dem Live-Event wird dann auch nochmal ein separates Video kommen. Ja, was meine Theorie ist, was mit der Karte passieren wird und was der Besucher und, ja, beziehungsweise der Wissenschaftler hier auf der Fortnite-Map vorhaben, was mit den Robotern auf sich hat und ja halt auch der Rakete. Das Ganze wird natürlich auch dann, wenn der Raketenstart ist, auch live gestreamt. Da müsst ihr auf jeden Fall auch am Start sein. Deswegen abonnieren lohnt sich immer, kostet euch ja nichts. Seid mal Supporter, gehe ich dir für gönnen. Hier haben wir auch den ersten schon weggesippt. Und ja,
Wie gesagt, es ist jetzt natürlich an der Zeit, mal ein bisschen zu forschen und zu schauen, wie sich das Ganze ergibt, wenn man jetzt nach und nach mit Leuten auch in den Public Lobbies in verschiedene Kategorien eingetauscht wird. Dementsprechend, je nach Skillklasse, wird man dann halt mit anderen Spielern zusammengewürfelt. Muss man halt mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall geil. Ihr könnt ja schon mal das Video liken, wenn ihr auch das Ganze geil findet, dass jetzt in Klassen eingeteilt wird, so ohne es wirklich angezeigt zu bekommen. Ja, ihr werdet dann einfach sehen, dass die Gegner zum Teil natürlich auch etwas schlechter sind, ja, je nach Kategorie, wo ihr halt drinne seid. Es wird auch Bots geben, die in den Runden aufgefüllt werden. Also das heißt wirklich, Spieler, die bis jetzt heute komplett lost haben und so gar nicht ins Spiel reingefunden haben, weil sie immer von Schwitzern komplett weggeschwitzt wurden, haben jetzt halt die Möglichkeit, ein bisschen wieder ins Spiel reinzufinden, ja, und halt sich gegen diese Bots ein bisschen hochzukämpfen. Oder müssen wir halt besser werden, um halt bessere Gegner zu bekommen, ja. Wie gesagt, das Ganze wird jetzt ausprobiert. Ich finde das auch gut, dass sie es jetzt zum Ende hin der Season 10 gemacht haben und nicht erst zu Season 11. Und dann wäre das die ganze Season geblieben. So haben wir noch die Möglichkeit, wenn uns das nicht gefällt, dann können wir einfach wieder Palaver machen, so wie es immer passiert. Und alle Leute werden sich beschweren und dann wird Epic das Ganze wieder rückgängig machen. Wie gesagt, dazu könnt ihr gerne eure Meinung abgeben. Ich bin immer der Meinung, egal was passiert, auch mit den Robotern und auch mit den Flugzeugen damals, war ich auch der Meinung, es gehört gerade aktuell zum Spiel, da muss man damit leben. Man muss das Spiel so nehmen, wie es kommt. Ja, es ist halt eine schwere Sache, ja. Viele spielen das Ganze ernst, wollen irgendwie E-Sports-Profi werden, die anderen spielen das aus Spaß. Das ist halt immer so, ja, ein schmaler Grat zwischen A und B, meine Freunde. Könnt ihr gerne mal Bescheid geben, zu welcher Kategorie ihr gehört. Wollt ihr eher, ja, um euer Leben schwitzen? Oder sagt ihr, ey, komm, mir geht's einfach darum, ein bisschen aus Spaß hier die Gegner wegzuholen. Auf jeden Fall finde ich es eine ganz nice Sache, dass das Geld so eingeteilt wird. Hier ist auch die goldene MP, also sie hat auf jeden Fall wirklich Wucht, kann ich euch auf jeden Fall soweit an der Stelle schon mal sagen. Geht mal auf jeden Fall hier hin, sneakt sie euch und dann könnt ihr auch die ganze Runde damit rumlaufen. Also habt ihr da auf jeden Fall eine starke Waffe mit am Start. Das Ganze jetzt hier sogar zweifach. Die Gegner waren hier ziemlich lost. Wie gesagt, es lässt sich, ja, wir lassen uns mal schon überraschen, wie das Ganze jetzt in nächster Zeit wird. Schreibt in die Kommentare eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Gibt es natürlich auch noch in den nächsten Tagen weitere Streams. Mich würde es freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn ich erstmal raus, schaut euch die letzten paar Sekündchen hier von diesem Ort noch an. Ist auf jeden Fall ziemlich nice, mir gefällt es hier. Und dann würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Video. Peace out. More Focus.